das Finale war, ich denke, für alle Zuschauer sehr spannend gewesen. War nicht so verlaufen wie geplant ursprünglich, muss man ganz klar sagen. Wir mussten über die Strecke ganz schön arbeiten, das hat Johannes dann auch sehr gut gemacht und hat über die Strecke, über die dritten 500 sehr viel investiert. Und als er gemerkt hat, dass er da den Anschluss an Witten und an Hamburg bekommen hat, hat man richtig gemerkt, dass ihn das beflügelt hat und dass er da wirklich sehr selbstbewusst dann auch in die letzten 500 Meter rein ist und dann über den Endspurt bis an den Rung auch wieder rangefahren ist und dann 8 Zehntel zum Sieg gefehlt hätten. Ja, natürlich hat mich so der Verlauf da schon stark auch an das Rennen von vor 2 Jahren an die Jugendmeisterschaft erinnert. Da wussten wir aber, wie, sagen wir mal, unsere Gegner agieren und was unsere Stärken sind. Hier waren es ja die ersten 2000 Meter, die wir diese Saison gefahren sind. Und gut, hat vielleicht auch Johannes noch im Hinterkopf gehabt, dass er da seine Stärken hat. Aber auch er selbst war überrascht, dass er da noch die Körner hatte, um hinten dann nochmal so aufzudrehen. Uns fehlen natürlich Rennen und Rennerfahrung, muss man ganz klar sagen. Das waren 2 Rennen an diesem Wochenende im Einer. Das Ergebnis motiviert und beflügelt auch und gibt auch Selbstbewusstsein. Wir müssen aber auf jeden Fall in Köln nochmal an den Start gehen, um dann nochmal weiter in den 2000 Meter zu üben, an dem Streckenschlag zu arbeiten, um dann halt auch entsprechend mit genügend einer Rennen in Hamburg an den Start gehen zu können. Gut, wir waren ja ein sehr bunt zusammengewürfelter Vierer bei den Junior A und ich sag mal, uns war allen klar von Anfang an, dass das jetzt nicht der Riesenkracher sein wird, aber man muss sagen, nach so einem verkorksten Vorlauf, den kann man nicht anders bezeichnen, da hat das vorne und hinten nicht gepasst, haben wir die Mannschaft nochmal zusammengerufen und auch am Boot noch einige Veränderungen vorgenommen. Und das hat ja letztendlich dazu auch geführt, dass die Jungs dann doch ein deutliches Tick motivierter an das Rennen im Finale rangegangen sind, und auch wenn es jetzt nur das kleine Finale gewesen ist, aber dort ein sehr ordentliches Rennen runtergefahren sind und das hat dann erfreulicherweise und erstaunlicherweise auch dann für den Sieg im B-Finale gereicht. Ja, auch natürlich mit dabei Henry Hoppmann, der im Junior B-Projekt vom Hessen-Kader mit dabei am Start gewesen ist. Ist gestern Vierer gefahren am Samstag, Vierer mit und hat meiner Meinung nach ein sehr ordentliches Rennen runtergeliefert, zusammen mit seinem Hanauer Teamkameraden, dem Jamel. Und ja, muss man ganz klar sagen, also es war ein ordentliches Rennen. Wir haben da eine ordentliche Show abgeliefert. Schade, dass es dann hinten raus nicht ganz für den ersten Platz gereicht hat. Aber da kann man, denke ich mal, alle sehr erfreut und auch sehr stolz sein, dass ihm das gelungen ist. Heute im Achter war jetzt leider kein so glanzvoller Auftritt. Aber ich denke, da wird sicherlich auch noch die ein oder andere Umbesetzung vorgenommen, dass da vielleicht Richtung Meisterschaft das Ganze noch weiter nach vorne gehen kann.